Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und dies ist mein drittes Video in einer Serie über das Glück. Und die dritte Lektion aus dem Buch Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück ist: Viele Leute sehen das Glück nur in der Zukunft. Viele Leute sehen das Glück nur in der Zukunft. Wie ist es mit dir? Siehst du dein Glück nur in der Zukunft? Oder siehst du auch einen Weg, wie du im Hier und Jetzt, in der Gegenwart, glücklich sein kannst? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Lektion. Ja? Ich denke, es ist sehr wichtig, sich das bewusst zu machen. Viele Leute sehen das Glück nur in der Zukunft. Wenn ich das Haus habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich die perfekte Freundin habe, bin ich glücklich. Wenn ich das Auto habe, bin ich glücklich. Wenn ich fließend Deutsch spreche, bin ich glücklich. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich glücklich. Aber warum ist das Glück immer nur in der Zukunft? Warum können wir nicht im Hier und Jetzt glücklich sein? Ja, die Lektion aus dem Buch, ja, besagt, viele Leute sehen das Glück nur in der Zukunft. Es gibt keinen Grund, warum wir zu diesen Leuten gehören sollten. Ja, wir können auch anders denken. Wir können uns auch dazu entscheiden, im Hier und Jetzt glücklich zu sein. Wir können uns überlegen, was uns jetzt glücklich machen kann. Wir können uns überlegen, was wir alles für tolle Dinge jetzt haben. Ja, wir können dankbar sein für das, was wir haben. Wir können uns bewusst machen, dass wir eigentlich sehr gesegnet sind. Ja, dass wir ein Leben führen, das sehr viele Vorteile hat. Ja? Wir brauchen nur ein paar hundert Jahre zurückdenken und uns überlegen, dass früher die Leute sehr viel ärmer waren als heute, sehr viel weniger zu essen haben und so weiter. Sehr viel weniger zu essen hatten und so weiter. Ja? Selbst wenn du in einem Dritte Weltland lebst, selbst wenn du in einem armen Land lebst, hast du viel mehr als die Leute vor ein paar hundert Jahren. Allein schon der Umstand, dass du auf YouTube bist und dieses Video schaust, beweist mir, dass du viel reicher bist als ein ägyptischer König, sagen wir, ja, sagen wir mal. Ja, vor ein paar hundert Jahren, ein ägyptischer König, ja, hatte die ganze Macht, ja, viele, viele Menschen, aber wenn man ihn in die heutige Zeit versetzen würde, dann wäre er total erstaunt. Ja? Und deswegen denke ich, dass das Glück nicht nur in der Zukunft sein kann, sondern auch im Hier und Jetzt. Was denkst du? Ist es wahr, dass viele Leute das Glück nur in der Zukunft sehen? Und was denkst du über dein Glück? Bist du im Hier und Jetzt glücklich oder bist du erst in der Zukunft glücklich? Ja? Das ist die Frage, die ich dir heute stelle. Die Frage, wo ich sehr neugierig bin, was du darüber denkst. Ich bin gespannt, was du denkst. Sag mir Bescheid in den Kommentaren und wir sehen uns morgen mit der vierten Lektion.